Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und einer neuen Aufnahmesession mit mir und Mia. Hui! Ich habe in der Zwischenzeit, ich gestehe, ich habe in der Zwischenzeit in die Lösung reingeschaut, weil ich keine Ahnung hatte, wie wir weiterkommen sollen. Und ja, das mit der Uhr ist sehr verwirrend, das erläutere ich dann nachher. Jetzt warte mal, das war das Post. Nee, das Post Office war es nicht. Das war das Haupthaus, gell? Oder? Ja, mit den Klingeln und mit deinem Keller, ja. Genau, ja. So, ui, wie die Tür quietscht. So, der Text steht noch da, das ist sehr schön. Also, ich habe an der Iteration jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Ein Jahr, also einmal Labor klingeln. Okay, dann. Wirklich gut, so wie die zwei Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. Also zweimal in der Küche klingeln. Okay, und dann. In 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, Küche. Fünfmal Esszimmer oder Küche. Dass die Jahre da tatsächlich oder die Zahlen. Genau, dass das was bedeutet, hätte ich auch nicht gedacht, aber man hätte eigentlich drauf kommen können, gell? Ja, das habe ich. Nee, aber das mit den Zahlen hätte ich jetzt echt nicht gecheckt. Ja, ich auch nicht. Okay, also bei mir ist gerade die Tür aufgegangen zum Keller. Dann gehe ich da mal rein. Muss runtergehen. Also muss einfach runterscrollen, dann kannst du nach unten scrollen, wenn die Achso, Tür ich auf bin ist. schon wild am Rumklickern in die Tür, weißt du? Nee, du kannst vorher kannst nicht scrollen und dann, wenn die Tür aufgeht, kannst du nach unten scrollen. So war es bei mir auch. Okay. Also ich kann nicht nach links und rechts, ich kann nur nach oben und unten. Okay, Genau. also gut, ich bin hier in den Keller gegangen, ich sehe Spinnweben, tropfende Rohre. Was noch? Du ich musst. sehe hier, also ich habe ein paar Regale an der Wand, da stehen verkümmerte, abgetrocknete Pflanzen Hab ich mit auch, Spinnweben ja. überwucherte Pinsel und Farbeimer und zwei Kisten, die nicht so ausschauen, als könnte was damit machen. Okay, Ja, sieht aus wie bei dann mir. hängt hier von der Decke hängt bei mir hier ein Fass Ah, an das war. einem Seil. Nee. Oh, und ich kann drauf rumklickern und dann kann ich das anscheinend kaputt hauen, oder? Passiert da was? Oh Ja, ja. ich glaube schon. Jetzt sei, ich haule herein, ich haule herein, ich haule herein. Da ist eine Uhr rausgefallen. Ah, Und und die die dreht Uhr, sich. genau, und die Uhr müsste jetzt wie bei mir einen Code anzeigen. Ja, die sagt 3, 6, Genau, und dann 12. fängt es immer von vorne an. Du musst mir jetzt das dann genauer sagen. Also wenn sie wieder 2 Runden dreht und wieder von vorne anfängt, muss ich es mir sagen. Körper, was sie will. Wie oft sie auf 3 oder 12 oder so geht. Also die geht jetzt einmal auf 3. Ja. Dann geht sie auf 6, dann dreht sie sich dreimal ganz rum. Dann Ja, geht das sie auf ist. 12, auf 3 und wieder auf 12. Und dann fängt Ja. es von vorne an. Also 12. Was ist, nachdem sie zweimal rumdreht? Das Das brauche ich als warte. erstes, weil das ist nämlich dann der neue Anfang von der Code, also vom Code, sobald sie 2, 3 Mal Hohle dreht. Also dann ist es 3, 12, Ja. 3, 6. Und sie war, ach, warte mal, ach, warte mal, ach, warte mal. Das ist, glaube ich, noch anders. Weil sie geht vor, ja, sie geht zuerst zu 3, dann geht sie zu 12 und macht zweimal so ganz leichte Hacken nach Genau, links. das sind Aber. die, das ist wie oft man da lang gehen muss. Ah. Deswegen brauche ich dann die Ansage, wie oft die 3 ist. Also drei, zweimal, also drei, zweimal anscheinend. 3, 2 Mal. Und dann geht es wieder auf 3 und 6 und dann ist es zu Ende. 3, 3, 6. Fertig. Mehr nicht. Also 3, da macht er dann zweimal so Hacken hin. Und Ja. dann geht er wieder auf die 3, dann geht er auf die 6 und dann dreht er sich zweimal. 3, 3, 6, 3, oder wie? Ja. Mehr nicht? Kein 12 Nö. oder sonst was, okay? Ja, die 12 dazwischen, ja, die ist immer dazwischen. Aber der sagt, die muss man ignorieren. Wenn er oben nach 12 schlägt, dann nicht. Wenn er wirklich schlägt, aber bei mir war der Haupt. Du hast ja immer zwei Zeiger. Einer bewegt sich, der andere steht stumm. Ja.
Eben, und der, wo stumm steht, den muss man ignorieren. Ach so, ja, dann geht's nochmal anders. Okay, Entschuldigung. Du hast mir gesagt, ich muss die 12 ignorieren, also denke ich mir, okay. Nee, weil bei mir war die Uhr zuerst auf 12 gestanden und ist dann doch immer auf 12.15 Uhr und 12.30 Uhr gesprungen. Und das ist aber nicht das, also den einen Zeiger, der sich nicht bewegt, den muss man ignorieren. Der andere gibt praktisch Richtungen an, wie ich nämlich schon mal vermutet hatte. Also dann noch von vorne. Also nochmal von vorne. Jetzt pass auf, warte, ich warte schon, bis sich fertig gedreht hat. Also, einmal nach oben, einmal nach rechts, zweimal nach oben oder dreimal vielleicht. Und einmal nach rechts und einmal nach unten. War das schnell? Toll. Ja, das war ein bisschen zu schnell. Also 12, 3. Jetzt warte. Genau. Also, dann zeigt, jetzt warte, jetzt muss er sich einmal durchdrehen. Also einmal nach oben, dann zeigt er auf die 3. Dann zeigt er nach oben und dann zeigt er noch zweimal nach oben und dann zeigt er wieder auf rechts. Also, also insgesamt dreimal nach oben, dann nach rechts, das heißt wieder auf die 3, auf die 6. Und geht er dann wieder irgendwo hoch? Nee, auf die 3 geht er wieder. Geht er nach der 6, dreht er sich wieder. Warte, ja, nach der 6 dreht er sich wieder. Also 12, 3, 12, 12, 12, 3, 6. Jupp. Kam die 3 nicht mehrmals? Nö. Nicht zweimal hintereinander oder so, okay. Warte mal, ich schaue sie mir genau an. Nö, dreimal. Nö. Okay. Nö. Da muss ich nämlich jetzt nur meinen Code aufschreiben. Ich hab das auch nicht. Ich hab mir sowas ähnliches nämlich schon gedacht, aber ich hab immer gedacht, ich muss den anderen Zeiger auch mit beachten. Aber dabei ist der andere Zeiger überhaupt nicht ausschlaggebend, sondern nur der eine. So. 3, 3, 3, 6, 3, 6. 6, 3 und das war's. 3, 6, 3, 6, 6, 3. Okay. Jetzt müssen wir bloß wissen, wer anfangen muss mit dem Code eingeben. Genau, ja. Das ist nämlich die Frage. Also wir müssen jetzt zur Bahnstation zurück. Also zum Zug, weißt du? Bin ich schon. Ja, jetzt pass auf. Wir können es ja nur einfach probieren. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Jetzt machen wir erstmal, weil ich die Uhr zuerst gedrückt habe, vielleicht probieren wir erstmal meinen Code zuerst. 1, 2, 3. Also ich bin jetzt dreimal nach rechts gegangen. Geht nicht. Wir müssen deinen Code wahrscheinlich zuerst machen. Okay. Weil bei mir geht's nämlich, ich kann nicht auf 6 gehen, wenn ich gar nicht hochgegangen bin. Also ich kann nicht runtergehen, wenn ich noch nicht hochgegangen bin. Also musst du deinen zuerst nehmen. Das heißt, 12 ist einmal nach oben, dann einmal nach rechts, dann dreimal hoch, 1, 2, 3, dann einmal nach rechts. Und einmal nach unten. Genau, und einmal nach unten. So, und jetzt kommt 1, 2, 3 mal nach rechts, einmal nach unten, dann einmal nach rechts, dann zweimal nach unten, 1, 2 und dann einmal nach rechts. Ha! Da muss ich erstmal drauf kommen, weißt du? Wäre echt nicht drauf gekommen, Eiferreck, ja, sag mal. Ich habe immer noch einen Schlüssel, warum habe ich noch einen Schlüssel? Keine Ahnung, weil du wahrscheinlich in die Uhren ging nicht reingegangen bist. Ich bin in der Zwischenzeit in die Uhrenwerkstatt mal nochmal rein nach 12 oder nach 10 und dann war der Schlüssel weg. Kannst ja noch kurz machen, damit der Schlüssel weg ist. War da nicht aber noch irgendein Rätsel? Wie meinst du? Ich gehe jetzt gerade nochmal in den Uhrenladen rein. Ja, kannst du machen. Wir haben ja Zeit. Ich warte so lange, nur bis ich auf den Zug klicke. Bei den Edelsteinen ist nichts Neues. Uhrenbau ist immer noch das Gleiche. Kann ich jetzt was anderes machen? Nö. Nee, sie kann nichts anderes machen. Okay. Adieu. Adieu, war schön. So, was ist hier drinnen? Wir hatten doch irgendwie zwei Rätsel noch. Ja, haben wir doch. Einmal das Uhrenrätsel und einmal das mit deiner Klingel. Ach so. Ja, okay, was ist denn jetzt? Da oben ist wieder ein neuer Zug, da müssen wir genau rein, oder? Genau, draufklicken. Ui! Ja, hab ich. Harry Potter, Gleis 9, 3 Viertel, weiter geht's. Kapitel 3. Es war leichter, als ich dachte, von Tieren die Zeit zu entziehen. Nun musste ich lernen, das Gleiche mit Menschen zu machen. Steht bei dir auch was?
Kapitel 3. Ich wusste, Lerke würde die Menschen nicht verletzen wollen, die in die Uhr fielen. So beschloss ich, ihnen einen Ausweg zu bieten. Ah, okay, super. Die andere sagt nur das gleiche mit Menschen machen. 34, 36, 37. Achso, ich habe noch nicht weiterklickt. 19, 32, 33, 35, 36, 37. Ja. Gut. Wollen wir hier rein? Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Können wir da überhaupt rein? Ich schätze mal, ich klicke einfach mal aufs Tor. Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, geht aber nicht. Oh, man kann die Glühbirnen anschalten. Oh, die Glühbirnen. Ich glaube, wir müssen einige Glühbirnen machen, oder? Ja. Wir müssen die alle hier anmachen. Klick, 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 klick. Die geben eine schöne Melodie. Ja, das ist schön. Okay, Raven's Clock können wir anscheinend auch wieder rein. Ich bin hier gerade erst. Ich hab alle an. Ich auch. Oh, das war jetzt aber schön. Okay, nochmal. Ich kann aber trotzdem nicht rein. Also ich kann trotzdem nicht rein. Kannst du rein? Nö. Dachte ich mir. Wir brauchen wahrscheinlich einen Code dafür. Also ich gehe jetzt. Na gut, dann gehen wir ins Raven's Clock oder was? Ich würde zuerst in das Haus gehen. Also dieses, weißt du, das, was gleich rechts kommt. Bin schon drin. Ah, bin schon drin. Ein Telefon. Hast du auch? Ja, ich auch. Eine Fernsprechanlage, da müssen wir irgendeinen Code. Ich habe 5, 6, 7, 8, 9, du? 1, 2, 3, 4, 0. Und Stern und Raute. Kannst ich du das? Und ein Schnurrbart. Ein Schnurrbart? Ja, so ein geschwungenes, auf der Seite liegendes S. Wahrscheinlich Wahlwiederholung oder so. Also ich kann jetzt hier nichts machen. Ich sag, das ist ein Schnurrbart. Oder eine Augenbinde. Oder eine Wimper könnte es auch sein. Kannst du da irgendwie dich bewegen in dem Haus? Also ich kann weder nach oben noch nach unten noch. Not. Also ich glaube, dass wir hier noch falsch sind, weil hier müssen wir irgendwas eingeben. Nö. Ja. Gehen wir doch mal ins Ravens Glocken, Mann. Hab ich ja gleich gesagt. Achso, ihr wollt gerade ins Post Office, weil das war gleich rechts. Ich bin jetzt im Rack. Oh, hier ist alles dunkel. Hilfe! Okay. Okay. Dann gehen wir ins Post Office. Ja. Da kann ich auch nicht scrollen, da habe ich auch bloß ein Rätsel. Oh weh, oh weh. Ui ja. Was hast du? Ich kann hier scrollen und so habe ich hier ohne Ende Schließfächer. Und im mittleren oben Schließfach steht drinnen, ich bin so aufgeregt mit dir, den Uhrenladen wieder zu eröffnen. Lake. Bald werden wir wieder eine richtige Familie sein. Triff mich im Keller des Ladens. Okay, dann gehe ich mal in den Keller, guck ich mal, ob ich in den Keller des Ladens rein kann. Ja. Oder ob ich in den Laden Weil überhaupt rein kann. Bei mir ist nämlich der Laden dunkel. Also ich kann zwar reingehen, aber ich sehe nicht drin. Ja, hast du da schon mal gescrollt? Nö. Ich wollte gerade sagen, weil ich kann in den Keller gehen. Ja. Ich habe da eine, ich hab eine Laterne. Und dann habe ich so eine große Apparatur, wo ich an- und ausschalten kann. Jetzt läuft ein Film ab. Rabe. Okay, ich muss irgendwas an diesen Icons ändern wahrscheinlich. Oh Gott, hast du auch so eine Apparatur? Ja, ich habe es auch gerade angestalten. Ja. Und dann ist wieder ausgegangen. Okay. Vielleicht hätte ich jetzt da den... Vielleicht hätte ich da deinen Raben eingeben müssen, den du gesagt hast. Okay, probier's mal nochmal. Oh. Ah, ich habe Rabe angeben, dann musst du Schlange eingeben. Schlange. Und okay. Das zeigt dann bei dir was an, was ich eingeben muss. X. Bei mir zeigt dann X an, aber wir haben kein X. Nee, das X war falsch. Ja, nein, es gibt kein X. Ich habe Schlange gedruckt und dann kam ein X, dass es falsch war. Ja, weil er bei mir Schlange anzeigt hat. Vielleicht hätte ich eine Schlange drücken müssen, warte mal. Keine Ahnung, aber bei mir zeigt er jetzt einen Wolf an als nächstes. Rabe. Dann brauche ich Schlange. Ach, ich muss das immer so machen. Dann Wolf. Hä? Okay, also pass auf. Das läuft anscheinend so, dass wir immer nacheinander, das ist wie ich packe meinen Koffer. Das heißt, ich gebe zuerst den Raben ein. Also, zuerst den Raben. Dann gebe ich die Schlange ein, die was du gesagt hast. Ah, da kommen Zahlen raus, sehe ich gerade. Oh, warte mal. Ich glaube, ich notiere mir mal die Zahlen.
Das ist auch nicht schlecht. Also, Rabe. Dann Schlange. Kommen immer andere Zahlen raus. 7. Was muss jetzt? Verdammt. Was kam bei dir nach der Schlange? Ich hab nochmal weitergemacht, du sagst, ich soll warten. Ja, mach mal weiter. Was soll ich eingeben? Nein. Raben und dann die Schlange. Und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Rabe, Schlange. Es kommt eine Zahl bei mir, die 8. Bei mir kommt Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wartet ja, dass ich was eingebe. Was kommt denn bei dir, wenn du Rabe, Schlange eingibst? Eine 8. Hier kommt da kein Zeichen. Nein, kein Icon. Kein Icon. Rabe, Schlange, 9. Jetzt kommt die 9. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Hast du mal gesagt, was von einem Wolf? Ja, nein. Der Wolf, der kam mal am Anfang, aber dann kam er eben nicht mehr. Und sobald ich den Klick, kommt der nicht mehr. Jetzt kommt eine 3. Ich schneide es gerade überhaupt nicht. Kannst du denn mehr eingeben oder? Nee, bei mir wartet er immer, dass ich was eingebe. Da brauche ich irgendwas von dir. Ich habe nur Rabe und Schlange. Also, wenn ich den Rabe eingeben habe, den du mir gesagt hast, habe ich eine Schlange. Die musstest du eingeben und ich. Und dann müsste bei dir was rauskommen. Aber wenn ich jetzt den Wolf eingebe, kommt nichts. Ja, bei mir kommt dann auch was so X. Weil der Wolf kommt nicht mehr bei mir. Rabe. Schlange. Schlange hast du mir gesagt. Jetzt krieg ich nur eine Ziffer. Ich krieg nur eine 1. Mehr krieg ich nicht. Rabe, Schlange, Wolf. Bei dir kommt nach der Schlange, oder kannst du da nur einen Wolf eingeben? Nö. Wenn ich das mache, kommt nix. Kommt der X, oder? Mhm. Ich drücke jetzt einfach mal alle durch. Irgendwann wird es stimmen. Oh! Die Motte kommt dann und dann zeigt er mir die 5 an. Probier mal die Motte und dann kommt bei mir die 5. Das sollst du vielleicht irgendwie aufschreiben. Ja, aber da kommt sonst nichts mehr. Jetzt will er von mir irgendwas wissen. Hm. Oh Gott, das ist echt so rumprobieren, oder? Warte mal, ich schreibe das jetzt mal schnell auf. Also Rabe, Schlange, Motte, oder? Ja. Rabe, Schlange, Motte. Okay. Dann probier es jetzt auch nochmal. Rabe, Schlange, Motte. Okay. Wolf war es nicht. Nö, und diese Sanduhr ist es auch nicht. Ich muss bloß das Spiel jetzt gerade leise sehen, weil es war so laut, das Game. Ist immer noch so laut, das Game. Das gibt's doch nicht. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Rabe plus 1. Hä? Rabe. Ah. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Okay. Und dann sagt er mal Rabe plus 1. Was soll Rabe plus 1 sein? Wahrscheinlich das Mädchen. Rabe, Schlange, nee, Motte, Schlüsselloch. Was haben wir gesagt? Rabe plus 1. Das Mädchen ist es nicht. Nee, ist es wirklich nicht. Oh!
die Sanduhr. 5 Strich nach oben, Pfeil nach oben. Hä? 5 Pfeil nach oben. Was war's? Moment. Das war die Sanduhr und da kam dann 5 Pfeil nach oben. Oh Gott. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr. Es sagt bei mir jedes Mal was anderes. Rabe, Schlange. Was haben wir gesagt? Motte, Schlüsselloch. Wolf plus 2. Oh, und dann kommt das Zahlenrad. Also Zahlenrad? Ja, dieses Rad da, das Rad halt da. Ja, was jetzt nach der Sanduhr, oder was? Ja. Oh Gott, das Spiel macht mich jetzt schon ganz kirre. Also, Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Eisenbahn, Schienen und dann? Pfeil nach unten. Hä? Rabe, Schlange, Schlüsselloch, Sanduhr, Puppe. Zahnrad, Schiene. Dann kommt die Puppe, okay. Das ist total verwirrend. Also mich verwirrt das total. Also, Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe. Und dann Puppe. Und dann kommt der Wolf. Ne, der Wolf kommt dann immer noch nicht. Dann kommt die Puppe. Naja. Ich sag doch die Puppe, ich hab's doch schon. Ja, aber was kommt danach? Nach der Puppe? Weiß ich nicht. Gibt's bloß einen Wolf und der ist es nicht. Rabe, Schlange, Motte, Sanduhr. Oh nein, es hat bei mir übrigens eine 2 und einen Pfeil nach schräg links angezeigt. Hä? Ja, nachdem ich die, also ich habe das als Leiter gesehen, dieses Teil, was du da, wie heißt das? Schiene. Die Schiene habe ich angetippt und dann kam 2 schräg nach links unten ein Pfeil. Okay. Nee, also ich bin da, wie gesagt, ich für mich verwirrt das gerade. Und zwar maßlos. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe. Oder ein bisschen eins. Hä? Schlange plus 2. Motte. Nach der Ding kommt wieder eine Motte, nach der Puppe. Okay. Schlange plus 2 ist nämlich 2 nach rechts, das heißt, das war dann die Motte. Gott, das geht noch weiter. Das ist noch gar nicht alles. Ja, bis alle Dinger voll sind, glaube ich. Ja, die haben ja schon alle, bis auf den Wolf. Schlange, Motte, Schlüsselloch. Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Motte, Insekt. Ja, und jetzt weiter? 8 hoch. Wie 8 hoch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen das zweite nach der Motte finden. Das ist nicht schon. Hast du ja, das hat bei mir eine 8 und einen Strich nach oben angezeigt, aber ich weiß nicht, was das sein soll. 8 und einen Strich nach oben. Ja, so schräg rechts hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanduhr? Schlange, Motte, Schlüsselloch, Zahnrad, Schiene, Eisenbahn, Schiene, Puppe, Motte. Rechts nach oben. Motte und dann. Okay, Rabe ist es nicht, Wolf ist es auch nicht. Oh Gott. Gleich wie am Anfang wieder verkackt. Sag's immer an, weil ich muss es auch immer eingeben. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Motte.
Und jetzt steht bei mir 4 nach oben. Ah, Schlange. Was zeigt es bei dir dann an nach der Schlange? Nichts mehr. Ich habe Schlange noch nicht gedruckt. Achso. Bei mir war es schon rum. Ich hatte zwischenzeitlich auf die Sanduhr geklickt und es war falsch. Ja, weißt, das wird immer uns nacheinander dann ein Tipp angezeigt. 4 nach oben. Also ich bin jetzt 4 nach oben, das war dann die Schlange. Da musst du die Schlange antippen und dann zeigst du dir wieder einen Tipp an, den du eingeben musst. Den musst du mir dann sagen. Was dann daraus kam. Okay, nochmal von vorne. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Motte, Schlange, Rabe minus 1, Wolf. Wolf. Was steht bei dir? 5 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5. Schlange? Nö, Schlange war es nicht. 5 nach unten. Warte mal, was ist denn 5 nach unten? 1, 2, 3, 4, 5. Oder vielleicht Schlüsselloch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das könnte sein. Okay, nochmal. Rabe, Schlange. Rabe, Motte. Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Motte, Schlange, Wolf und jetzt haben wir gesagt Schlüsselloch. Nein, Schlüsselloch ist falsch. Motte war noch. War eine Motte nochmal dazwischen? Ach, der Wolf steht jetzt anders. Ja, ja, das dreht sich doch immer. Sag an. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe. Oh, scheiße. Ich hab's falsch andrückt. Ja, gleich. Schlange, Wolf. Schiene ist es nicht. Also gut. Rabe. Warte, 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 ich muss es anschalten. Jetzt, warte. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Jetzt bin ich nicht so weit. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Puppe. Motte, Schlange, Wolf. 1, sagt er jetzt. Motte oder... Nee, dann war es der Vogel, glaube ich. Ich glaube, der Vogel kommt erst nächstes. Probier's mal. Geht nicht, ist schon wieder rum. Vogel, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Motte, Schlange, Wolf, Rabe, 9 nach oben. Neun nach oben, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre wieder Trabe. Okay, probieren wir es nochmal. Hast du an? Warte, jetzt. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad, Schiene, Puppe, Motte, Schlange, Wolf. Rabe und dann wäre es eigentlich nochmal der Rabe, aber das stimmt nicht. Nö, falsch. 9 nach oben war dann was anderes. War aber zu dem Zeitpunkt der Rabe. Rabe, Schlange, Schlüsselloch. Oh nein. Rabe, Motte, Schlange, Motte. Ja, ich hab nicht auf den Zettel geguckt, weißt du? Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad. Schiene, Puppe, Motte, Schlange, Wolf, Rabe. Und jetzt 1. Puppe wahrscheinlich. Ich beende jetzt jedenfalls mal die Folge und wir machen in der nächsten Folge weiter, weil jetzt sind wir schon bei 30 Minuten wieder und oh Gott, das Rätsel macht mich schon ganz kirre. Es macht mich wieder ganz armisch. Tja, dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit vorbeischauen, wenn wir zwei dann das Rätsel endlich lösen. Werden wir schon irgendwie, ja, das werden wir schon mal hinbringen. Sag ich, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen und gerne kommentieren. Bis dahin, ade, waschi.